Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing und zwar heute von New Craft Day. Ich habe drei Sachen ausgesucht und eins davon ist etwas größer. Die anderen beiden sind Bilder und beide Bilder haben so dieses Pink-Lila-Intus. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Also als erstes holen wir mal hier alles raus. Ich habe den Koffer geholt, den ich schon lange wollte. So, Tüte packe ich mal irgendwo anders hin. Wäsch mit der Tüte. Ach nee, ich brauche die noch für den Müll, ne? Egal, ich packe die zur Seite. So. Also, ich habe hier zwei Bilder. Wie ihr ja wisst, in letzter Zeit, ich glaube durch die ganze Corona-Sache, werden die Bilder extra nochmal in Folie eingepackt. Ihr seht das Bild schon, deshalb zeige ich das als erstes. Und die anderen Sachen zeige ich euch dann jetzt gleich noch. Ja, New Craft Day hat viele süße Bilder und ich musste wirklich sehr viel gucken, bis ich was Schönes gefunden habe, was ich unbedingt brauche oder was ich mir irgendwann mal hole. Und bei Glücksbärchis, da werde ich schwach. Ne? Glücksbärchis, da ist alles vorbei bei mir. So, ich nehme mal die Plastiktüte als Mülltüte. So. Also, das ist das Bild. Wir haben 30x30 cm. Ein kleiner kurzer Druck mit runden Steinen, 15 Farben. Und einem grünen Toolkit mit Vierersetzer dabei. Finde ich total gut, weil ich benutze die wirklich sehr, sehr gerne. Hier sind die Steine in großen Tüten. Also farblich abgepackt. Schön, dass man sie dann reinordnen kann, hätte ich auch sagen können, aber gut. Rosa, ganz viel rosa. Ganz, ganz viel. Ich finde dieses Bild sehr, sehr schön. Die Steine sehen auch toll aus. Guckt euch mal das Bild an. Für 30x30 cm ein super, super guter Druck. Man erkennt alles an dem kleinen Knuddelbär. Und ja, Regenbogen, ne? Brauche ich nichts zu sagen. Wisst ihr Bescheid. Ja, der Druck sieht dermaßen gut aus. Also dieses Bild werde ich zwischendurch wohl machen. Im Moment bin ich ja jetzt auf die Weihnachtsbilder getrimmt. Aber ich denke, spätestens im Januar werde ich dieses Bild machen. Mit runden Steinen ist er schnell gemacht. Man hat den Hintergrund hier mit einer Farbe komplett, wie ihr hier sehen könnt. Also da könnt ihr mit Mehrfachsetzern arbeiten. Definitiv richtig gut. Also da kann ich sogar den Zehner nutzen. Das wird flott gehen. Sehr schön. Also sehr, sehr schön. Die MC-Nummern sind auch aufgeführt. Das heißt, ihr könnt die Steine danach auch wegsortieren. Als Ersatzsteine dann lagern. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Ich habe dieses Bild schon öfter gesehen. Und fand es auch immer ganz, ganz toll. Und dann dachte ich mir, komm, dieses Mal nehme ich es mit. Ja. Mal gleich. So. Uppala. Klebt jetzt ein bisschen. Man muss dazu sagen, in der kleinen Größe kann man eigentlich nicht viel erwarten. Aber ich denke, man kann hier ein bisschen was rausholen. Es schaut schon gut aus. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es nicht gut wirkt. Hier haben wir ein grünes Toolkit. Das packe ich auch zur Seite, weil ich benutze die nie. Und wir haben hier Zipbeutel mit runden Steinen. Leider habe ich es nicht in eckig gekriegt. Aber runde tun es auch. Ne? Mittlerweile pente ich auch rund mal ganz gerne. Und so aus den Zipbeuteln heraus kann man dann immer ganz schnell painten. So, sorry, hatte kurz geschellt. Musste kurz zur Tür. Habt ihr bestimmt jetzt mitgekriegt, ne, die Schelle. Ja, dieses Bild hier fand ich so süß, ich musste es haben. Ich finde es so, so süß. Den bunten Drachen haben ja auch schon fast alle Leute. Und ich wollte diesen hier haben. Sehr niedlich. Ja. Ja, das ist jetzt der Bunt. Nee, der Color Dragon in Pink, Lila. Ja, genau. So nennt er sich. 30x40, 24 Farben. Und der Druck sieht so aus. Ja.
Also schaut gut aus, wird sich gut painten lassen. Ob ich ihn verschenke an meine Schwägerin oder irgendwie sowas, weiß ich noch nicht. Oder ob ich ihn selber painten werde. Das werden wir sehen. Schauen wir mal. Je nachdem, ob ich plötzlich Lust drauf bekomme. Ne? Ja, das waren meine beiden Bilder. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptteil, wo ich mich richtig drüber freue. Also richtig drüber freue. Wie ihr ja wisst, habe ich jede Menge Koffer und Schubladensysteme und. Aber diesen Koffer hier, den ihr jetzt hier seht, den hatte ich noch nicht. Den habe ich mir diesmal ausgesucht, weil ich mir dachte, komm, der muss auch noch in meine Lagersammlung. Wir machen den mal auf. Also ich kann euch auch mal eben die Preise nennen. Und zwar, der Glücksbär hier hat 4,49 € gekostet, der Drache hat 5,98 € gekostet und dieser Koffer hier kostet 17,89 €. Und der beinhaltet eine Menge Buddles. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es genau sind. Ich blende es euch aber hier ein. Ich zähle die gleich nach und dann blende ich es euch ein. Auf jeden Fall sind hier genug Container drin, um ein großes Bild zu lagern. Also um ein großes Bild abzukitten. Ne? Es sind diese großen Fläschchen drin. Die sind auch in meinem Schubladensystem mit dabei. Also die kenne ich schon. Und die sind wirklich gut. Also mit diesen Fläschchen zu arbeiten, ist mein allerliebstes, ja. Ich habe ja auch diese großen, dicken Tic-Tac-Dosen, die finde ich auch ganz toll. Die schmalen Tic-Tac-Dosen finde ich nicht so toll. Da habe ich jetzt zwei Koffer, die werde ich auch demnächst abgeben. Die brauche ich nicht, weil ich damit einfach nicht gerne arbeite. Also das kommt dann weg, brauche ich nicht. Ich arbeite lieber mit diesen Fläschchen, habe meine Schubladensysteme und meine Koffer mit dem Fläschchen und damit bin ich happy. Ja? Wir haben auch dabei diese Sticker, die kommen dann hier drauf. Inzwischen nutze ich aber größere Sticker dafür, die komplett den Deckel abdecken. Ja, da passen 5 bis 6 Beutelchen rein. Also um die 1000, 1200 Steine passen in einen von diesen Fläschchen rein. Ja, das ist der Koffer. Der ist schön stabil. Na, sag ich, wie es ist. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Also ihr könnt natürlich auch die Fläschchen raustun und euer Diamond Painting Zubehör da reinpacken. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ist jedem selbst überlassen, wie er seine Sachen lagert. Aber ich fand diese beiden Bilder und den Koffer einfach diesmal so, so toll und musste es haben. Und damit verabschiede ich mich aber auch jetzt für heute und wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Abend. Sagt mir doch mal, was ihr am besten von den drei Sachen fandet und ob ihr euch auch so einen Koffer holen würdet oder ob ihr euren Lieblingskoffer habt. Was das für einer ist, ja, ob ihr lieber Fläschchen oder Tic-Tac-Dosen mögt, das würde mich sehr interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich drauf und bis morgen.